Ist es halal, sich impfen zu lassen? Wir haben eine Regel. Diese Regel ist was? Du darfst alles im Leben machen, außer wenn es dir was bringt, einen Schaden. Die normalen Impfungen, schau mal, Achil Karim, wenn von 100.000 Leuten, die geimpft werden, sage ich mal, 1.000 Leute das nicht vertragen, dann sagen wir, das ist in Ordnung. Es ist klar, dass nicht jeder alles verträgt. Es gibt auch Leute, die vertragen keine Müsli. Richtig? Ja. Mein Sohn verträgt keine Champignons. Er kriegt gleich Pickel, wenn er Champignons sieht. Also im übertragenen Sinne. Nee, weil er sie nicht mag. Auf jeden Fall, es gibt Leute, die vertragen nicht alles. So, aber diese Statistik ist okay. Aber die neue Impfung, wenn du mich danach fragst, wer weiß, was da drin ist. Wenn uns klar aufgezeigt wird, was da drin ist, und wenn derjenige, der das selber produziert hat, bereit ist, es zu nehmen, dann nimmt das. Hast du mich verstanden? Wenn derjenige, der das produziert hat, bereit ist, das zu nehmen, dann nimmt das. Und wenn er es nicht nimmt, dann stell dir 1.000 Fragen, warum. Mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na.